So, dann begrüße ich Sie mal zur heutigen Vorlesung. Ja, und wir hatten uns ja beim letzten Mal befasst mit fehlerkorrigierenden Codes oder überhaupt mit der Fehlerkorrektur. Und ja, wir sind dann sozusagen stecken geblieben bei den Hamming-Codes. Und ich möchte jetzt ein bisschen wiederholen, was wir gemacht haben. Also Fehlerkorrektur durch Hamming-Codes. Wir möchten also ein fehlerfreies Codewort von einem fehlerbehafteten Codewort unterscheiden können. Und vielleicht möchte ich noch ganz kurz sagen, wie gehen wir denn eigentlich vor? Wir haben einen Sender, der sendet Daten zu einem Empfänger und der Sender kodiert die Daten, bevor er sie abschickt und der Empfänger dekodiert sie dann wieder. Das ist ganz wichtig, ja, dass Sie das in der Vorlesung immer berücksichtigen. Wir müssen sozusagen vorher beispielsweise solche Paritätsbits, bevor wir versenden, berechnen, versenden dann mögen Fehler auftreten. Der Empfänger muss dann entscheiden, ja, wie sieht es denn jetzt mit diesen Paritätsbits aus? Ist noch alles okay oder nicht? Und wenn er Glück hat, kann er bestimmte Fehler sozusagen nicht nur erkennen, sondern sogar beheben. Wir werden sehen, wir werden heute ein paar Dinge machen im Sinne, ja, dass wir sie zumindest mal erkennen können, aber wir wollen sie ja auch beheben können. Und bei den Hamming-Codes können wir ein paar Dinge, gerade ein Bit-Fehler haben wir ja gesagt, ja, die wollen wir beheben können. Also bei fehlerhaften Codewörtern sind die entsprechenden Bits innerhalb bestimmter Grenzen korrigierbar. Das hängt davon ab, welchen Aufwand ich treibe bei der Fehlerkorrektur. Dann brauchen wir natürlich mehr als ein Prüfbit. Das heißt, ein so ein Paritätsbit reicht uns eventuell nicht, ja? Sondern wenn wir nur ein Paritätsbit haben, dann können wir natürlich nicht sagen, wo der Fehler lokalisiert ist. Ja, das heißt also, wir brauchen mehrere Bits, ja? Die uns sagen, wo im gesamten Codewort den Fehler sind. Es kann ja auch in den neu eingefügten Bits für das Codewort können ja auch wieder Fehler entstehen. Das heißt, je mehr Bits wir hinzufügen, umso mehr Fehler können natürlich auch entstehen. Und die müssen wir natürlich auch wieder abfangen. Wir hatten uns das mal überlegt. Wir haben also gesagt, wenn wir so die Anzahl der Bits, die zu übertragen sind, n ist, ja, und ja, wir können jedes der Bits falsch haben, wenn n Fehlerfälle, wenn wir ein Bit falsch haben, plus den fehlerfreien Fall wäre n plus 1. Dann haben wir gesagt, da ist 2 hoch k, größer gleich n plus 1. Jetzt eine reine Wiederholung, haben wir alles schon gemacht. Ja, und dann können wir sagen, dass wir k-Korrekturbits natürlich hinzufügen, die Teil des Codeworts sind. Das heißt, wir haben also m plus k, das wären die Datenbits. Das wären die Datenbits, ja, und das m, und wir wollen das n übertragen. Das heißt, wir müssen jetzt sowas sagen wie 2 hoch k, größer gleich m plus k plus 1. Das war unsere Gleichung, die kann man gar nicht so ohne weiteres auflösen. Ja, Sie sehen, die sieht gar nicht so trivial aus. Und hier ist das nochmal zusammengefasst. Und hier nochmal für konkrete Werte. Ja, wie kann ich jetzt, ich habe so eine Treppenfunktion, die mir sagt, wenn ich so und so viele Datenbits habe, dann brauche ich so und so viele Prüfbits und dann habe ich so und so viele Bits insgesamt. Ja, Sie erinnern sich? Wir haben verschiedene Aufbauprinzipien. Das ist übrigens ein mathematisch sehr reichhaltiges Thema. Das können wir ja alles nicht leisten in der Vorlesung. Wir werden nur eine einzige Machart hier darstellen. Wir werden was ganz Einfaches zeigen, ja, und was man sehr schön erweitern kann auf ganz große Datenwortlängen. Ja, und da werden wir jetzt gleich sehen, wir werden k verschiedene Prüfgleichungen haben, ja, für diese verschiedenen Quersummen oder Paritäten, die wir da berechnen. Das habe ich Ihnen ja mal gezeigt an einem Beispiel. Und das Beispiel, ich hoffe, Sie erinnern sich, wir haben gesagt, wir haben ein 7-Bit-Codewort. Das bedeutet, wir haben 4 Datenbits und 3 Prüfbits und dann können wir im Prinzip hier, genauso wie wir es beim letzten Mal besprochen haben, die entsprechende Logik loslaufen lassen. Und der Witz ist, wenn Sie jetzt dieses Keinfehler-Bit oder diese Keinfehler, das Keinfehler-Syndrom hier vorlegen, dann haben Sie einfach Ihre ganz normale Dualzahlabfolge und das führt immer wieder zu Verwirrung. Ich zeige Ihnen das gleich nochmal. Ja? Also wie gesagt, merken Sie sich das mal. Das ist das, was vielleicht gleich noch fehlt. Wenn Sie dieses Keinfehler, das wäre sozusagen der nullte Wert, wenn Sie den hier vorschreiben, haben Sie wieder Ihr normales 0, 1, 0, 1, 0, 1 oder hier 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 und so weiter. Wir werden sehen, genau das nutzen wir aus bei der entsprechenden Hamming-Kodierung. Ich habe Ihnen ja gesagt, ja, wie die Paritätsprüfung ablaufen werden. Wir haben also diese Bits von 1 bis 7. Ja, wir lassen jetzt sozusagen das K1, das überprüft jetzt 1, 3, 5 und 7. Ja, K2 überprüft 2, 3, 6 und 7 und K3 überprüft 4, 5, 6 und 7 und so weiter. Und das werden wir auch gleich sehen, warum das Sinn macht. Und wir haben es ja auch gerade schon gesehen,
dass wir die nicht gegenseitig sich überprüfen lassen und wir wollen ja so eine Art Orthogonalität haben. Ja, wir wollen orthogonale Prüfsummen haben, um am Ende sagen zu können, wo ist denn der Fehler? Bei einem Bit, ja, beim einen Bit-Fehler. Wir kommen gleich zu Mehrbit-Fehlern. Das heißt also, wenn wir jetzt mal verallgemeinern, diese Einsicht, ja, die wir aus dem Beispiel genommen haben, und schauen uns das jetzt mal an, dann hätten wir jetzt ja i-Quersummen von i von 0 bis 1, 0, 1 k, bis k minus 1, wollen wir jetzt immer auf gerade Parität ergänzen. Wir haben ja gesagt, wir könnten auch auf ungerade ergänzen. Das ist jetzt einfach, wie wir es hier in der Vorlesung machen. Ja, und dann würde das k1 würde jetzt über alle ungeraden Stellen gehen, ja, wo eben diese Potenz, ja, 2 hoch 1, ja, auftritt, ja, dann hätten wir praktisch 1, Quatsch, 3 hoch 0 auftritt, ja, wo, da hätten wir jetzt 1, 3, 5, 7, wir werden es gleich nochmal genauer sehen, ja, wenn ich Ihnen nämlich das hier mal aufblende, ja, dann sehen Sie es sofort. Ich hoffe, daran wird es klar und ich glaube, das sollten Sie sich mal einprägen. Ich versuche ja durch die Vorlesung, Ihren Prüfungsvorbereitungsaufwand zu minimieren und ich hoffe, dass Sie das damit auch hinbekommen. Schauen Sie sich jetzt einfach mal diese Tabelle wieder an. Als erstes würde doch hier normalerweise stehen 0, 0, 0, 0. Das wäre ja der fehlerfreie Fall. Das heißt, ich muss jetzt einfach nur ganz normal durchzählen. Ich sage jetzt, wenn ich K1 habe, K1 soll sozusagen diese Bits abdecken. Ja? Also das, 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 das und so weiter. Das wird von K1 abgedeckt. K2 deckt die beiden, die beiden, die beiden. Das sieht am Ende, wenn man es dann sieht, ziemlich verwirrend aus. Ist aber total simpel. Ja, das liegt einfach daran, dass wir den fehlerfreien Fall hier oben weglassen. Deswegen kommen hier diese Zahlen etwas komisch raus. Ja. K3, ja, in grün hier dargestellt, ja, sind eben diese Stellen, also eigentlich völlig simpel, wenn man sich klar macht, dass der fehlerfreie Fall entsprechend am Anfang weggenommen wird. Gut, dann haben wir gesagt, gerade Quersummen, wir spreizen die Datenwörter, also wir nehmen das Datenwort, spreizen es auf, um auf das Codewort zu kommen. Ja, und wir wollen die Codewortposition 2 hoch i, ja, für die i-Quersummenprüfstelle ki plus 1 freihalten. Ja, und damit bekommen wir dann folgendes Schema. Und das haben Sie ja gerade schon gesehen. Wir wollen immer das 2 hoch i, das wird das ki sein. Das heißt, wir haben ein k1 bei 1, ein k2 bei 2, ein k3 bei 4, ein k4 bei 8, ein k5 bei 16 und so weiter. Ja, und damit können wir jetzt im Prinzip eine Prüfung vornehmen. Ja, das heißt, wir legen dann die entsprechenden Datenwörter, die legen wir einfach dazwischen und die werden sukzessive einfach hier zwischengelegt. Ja, ich denke, das ist klar. Ja, und damit haben wir diese Orthogonalität und wir werden auch gleich sehen, wenn ich jetzt, und das ist ganz wichtig, wenn ich so ein Datenwort kodiere, absende, es wird verfälscht während der Übertragung, ich bekomme es jetzt wieder, dann muss ich ja in der Lage sein zu sagen, war es denn jetzt falsch oder nicht. Ja, und was war daran falsch? Und das können wir mit diesem Schema eben sehr schön machen. Und das zeige ich Ihnen gleich im nächsten Schritt. Erstmal, ja, wir können also jetzt durch erneutes Bilden der Quersummen ermitteln, ob und an welcher Position ein Fehler aufgetreten ist. Das ist ganz wichtig. Das werden wir auch gleich noch in Matrix-Schreibweise machen. Ja. Und die Quersummen geben dabei an, wo diese Position ist. Liegt kein Fehler vor, sind alle Prüfgleichungen erfüllt und diese K1, K2, K3 sind also null. Machen wir ein Beispiel. Wir haben Hamming-Code mit 4 Datenbits und 3 Prüfbits. Wir haben also ein 7-Bit-Codewort. Das Datenwort wäre jetzt von rechts gelesen 1011 und wir würden jetzt praktisch hier, wie gerade besprochen, entsprechende redundante Bits einführen, nämlich die entsprechenden Ks. Und ja, das wären diese hier. Ja? Und jetzt wäre die Frage, wie wären die, wie müssen wir die jetzt berechnen? Und jetzt denken Sie einfach mal nach, wir haben das ja gerade gesagt, Sie rechnen also jetzt praktisch nach dieser Technik, die wir gerade gehabt haben, ja, Sie hätten hier praktisch einmal etwas, was fehlt, also 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, das heißt also diese, ja, also wenn ich nochmal gehe, ja, 0, 1, der ist drin, 0, 1, der ist drin, 0, 1, der ist drin, 0, 1, der ist drin. Ja. Und das müssen Sie sich einfach nur noch merken. Und das heißt, bei der Bestimmung der Prüfbits bekommen Sie jetzt M1, M2 und M4 für K1. Ja? Und wenn Sie da jetzt aufgepasst haben, ich hoffe, Sie tun es, ja, müssen Sie da gar nichts mehr vorbereiten. Das müsste eigentlich jetzt sofort klar sein, dass man das so macht. Bei K2
haben wir das Gleiche. Ja? Wir haben ja im Prinzip 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Na gut, dann kriegen wir M1, M3, M4. Ja? M1, M3, M4. Ja, weil die beiden fallen weg. Ist klar, oder? Und für K3 haben wir natürlich 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Das heißt, die vier müssen drin sein. Das heißt, für die Berechnung von K3 brauche ich diese drei Stellen. Ja, ist das soweit klar? Gut, alle nicken, dann kriegen wir damit das Codewort entsprechend raus. Müssen wir ja nur hier entsprechend einsetzen. So, das Codewort wird jetzt versendet. Wir versenden das jetzt vom Sender zum Empfänger. Der Empfänger bekommt das jetzt. Und jetzt möchte man sich natürlich fragen, wenn das Codewort ankommt, ja, und ich rechne das wieder aus, okay, dann ist K1 0, K2 0, K3 0, also kein Fehler. Der fehlerfreie Fall war ja alles Nuller für die entsprechenden Ks. So, was ist jetzt, wenn wir hier einen Fehler haben? Wir haben jetzt praktisch an der 1, 2, dritten Stelle einen Fehler. Ja, und jetzt möchten wir natürlich entsprechend berechnen. Wir berechnen jetzt wieder das K1. Das K1 ist jetzt dummerweise, wir haben ja gerade gesagt, ist also 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ja, das heißt, also wir haben jetzt K1, M1, M2, M4. Ja, jetzt kommt hier eine 1 raus. Das heißt also, da haben wir schon mal einen Fehlerfall. Ja, hier kommt auch eine 1 raus. Hier kommt eine 0 raus. Das heißt, wir können jetzt sagen, wir haben einen Fehler an der dritten Position. Und lassen Sie sich da nicht verwirren. Ja? Ich habe ja immer gesagt, am Anfang auch der Vorlesung, wir müssen immer aufpassen, wo wir anfangen zu zählen. Ja? Und hier zählen wir einfach wirklich bewusst beim Hamming-Code, so haben wir es ja angelegt, ja, hier an der ersten Position los. Das wäre also die erste, zweite, dritte, weil die nullte Position wäre der fehlerfreie Fall. Die haben wir, den haben wir ja ausgeschlossen. Ja, ist das klar soweit? Können wir den Fehler damit lokalisieren. Bei einem 1-Bit-Fehler, wenn wir 2-Bit-Fehler hätten, geht das nicht mehr so einfach. Besprechen wir gleich. Ja, das Dumme wäre jetzt natürlich, wenn ein Prüfbit verfälscht wäre, haben wir ja gerade gesagt. Mal angenommen, ich nehme mein Datenwort, hänge also diese ganzen Prüfbits dran, ja, also mache das Ganze redundant. Jetzt wird ein Prüfbit falsch und ich könnte das nicht mehr detektieren. Das wäre eine Katastrophe. Wir wollen natürlich dann auch die entsprechenden Prüfbits erkennen, wenn die falsch sind. Und das ist aber ziemlich einfach. Mal angenommen, das Prüfbit wäre falsch. Ja, das wäre das K3. Wenn das falsch wäre, dann würden wir im Prinzip nur an der Stelle ja, von diesem, ja, das wäre jetzt ja die erste, zweite, dritte, vierte Stelle, ja, da würden wir jetzt im Prinzip dann einen Fehler bekommen. Ja, das heißt also, wir hätten einen Fehler nur in dem Prüfbit und nur diese eine Gleichung würde beeinflusst. Wir haben ja gesagt, die sind orthogonal. Das heißt, wenn ein Prüfbit beeinflusst wird oder fehlerhaft wird bei einem 1-Bit-Fehler, dann wird auch wirklich nur diese eine Gleichung falsch. So, und jetzt machen wir mal die Generatormatrix. Das möchte ich Ihnen mal hinschreiben. Und zwar, wenn wir jetzt sagen, wir haben den folgenden Aufbau. Wir sagen, wir haben ein 7-Bit, 7-Bit-Codewort. Ja, darauf haben wir uns jetzt ja eingeschossen. Also ein 7-Bit-Codewort und das wäre sowas wie M4, M3, M2, K3, M1, K2, K1. So haben wir es ja angelegt, ja. Das heißt, wir hätten sowas wie 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. So würden wir die jetzt mal sortieren, ja. Und jetzt die Frage, wenn ich jetzt ein Codewort habe, also das M4, M3, ich schreibe das einfach nur ab, M2, K3, M1, K2, K1, das wäre jetzt mein Codewort. Dann hätte ich jetzt dazwischen eine Matrix. Schreibe ich schon mal das Matrix hin. Ja. Und dann habe ich dann mein Datenwort. Also M4, M3, 2 und M1. Also das hier wäre mein Codewort. Das hier wäre mein Datenwort. Ja, und das hier wäre meine Generatormatrix. Ja, Generatormatrix, die nennen wir G.
Wie finde ich denn jetzt die Elemente dieser Generatormatrix? Wer jetzt mal aufgepasst hat, für den ist das jetzt eigentlich nur noch eine Übung. Ja, wie bekomme ich diese Elemente? Was muss ich tun? Also ich meine, was total simpel ist, ist natürlich für die Werte, also wie komme ich von M4 nach M4, von M3 nach M3, von M2 nach M2 und so weiter. Das ist ja wohl ziemlich simpel. Die können wir also eigentlich schon mal eintragen. Ich versuche das mal ein bisschen fernzuhalten. Also machen wir mal M4. M4 ist natürlich 1, 0, 0, 0. Klar. Bei M3 haben wir 0, 1, 0, 0. Ja, M2 wäre 0, 0, 1, 0. Jetzt brauchen wir K3. Wie sieht K3 aus? Ist es noch im Kopf? Was muss ich tun? K3 nimmt ja wohl die oberen drei Werte. Ja, das heißt also, K3 wäre 1, 1, 1, 0 mal dem. Ja, M1 wäre natürlich nur 0, 0, 0, 1. Ich will ja nur das M1 wieder zurückbekommen. Ja, K2, was macht K2? Oder fangen wir mit K1 an. Bei K1 ist es vielleicht noch einfacher. Was muss K1 reinnehmen? Die unterste Zeile. Sehen Sie das? Ja. Sind Sie sicher? Von wo aus sehen Sie das? Nee? Nee, stimmt nicht. Was wollen Sie machen? Das K1, haben wir gerade gesagt, ja, versucht in dem gesamten Codewort hier oben, ja, wenn ich mir das Codewort anschaue, versucht das K1 sozusagen 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ja, das heißt also, jetzt können Sie doch darin ablesen, was da rauskommen muss. Was kommt da raus? Also ich gehe mal von rechts los. Wir müssen also haben 1, 1, 0, 1. Das heißt, ich muss M1, M2 und M4 drin haben. Ja? Für K2, gleiches Spielchen. Bei K2 haben wir gesagt, müssen wir rechnen 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Ja? Das heißt also, wir müssen hier drin haben 1, 0, 1, 1. Damit haben wir im Prinzip die Generatormatrix. Ist das klar? Ist das Gleiche im Grün, nur mal in Matrixform dargestellt, also in Vektormatrixform. Ja? Ich hoffe, das ist nicht zu überfordernd. Ja? Okay, dann gehen wir mal auf das Datenwort. Da gibt es Fragen soweit? Sonst gehen wir mal zu dem Datenwort. Ja, wenn wir jetzt ein Datenwort haben, wir haben also das Datenwort. Das Datenwort wäre DW. Ja, und das Datenwort wäre ja von oben gesehen M4, M3, M2, M1. So. Wenn ich da jetzt was einsetze, wie eben 1, 1, 0, 1, ja, dann kann ich davon ausgehen, dass mein Codewort und das nenne ich jetzt CW unterstrichen. Das wäre jetzt ja die Generatormatrix mal dem Datenwort. Und das kann ich jetzt einfach ausrechnen. Und da habe ich jetzt wieder diese entsprechende Logik. Also wir haben M4, M3, M2, ja, K3, M1, K2 und K1. Und da können wir jetzt sagen, dass wir da jetzt, wenn ich das jetzt ausrechne, da glauben Sie mir einfach mal, das wollen wir jetzt nicht alles im Detail rechnen, das wäre also 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Das kommt jetzt heraus. Ja, das wäre also das korrekte Codewort. Und der Sender sendet jetzt dieses Codewort an den Empfänger. Und der Empfänger macht jetzt damit was. Und die Frage wäre jetzt, der Empfänger bildet jetzt ja wieder ein neues Syndrom. Ja, und das wäre ja das Syndrom K3, K2, K1. Das wäre das. Ja, und das wäre jetzt ja H, da kommen wir gleich dazu, was H ist, mal dem Codewort. Ja,
Und dieses H, das nennen wir die Nullmatrix. Überlegen Sie sich mal gleich, wie die aussehen kann. Das wäre also die Nullmatrix. So, und das wäre jetzt, wenn kein Fehler auftaucht, natürlich offensichtlich 0, 0, 0. Wir haben ja gesagt, wir reservieren den Fall, dass wir keinen Fehler haben, auf 0, 0, 0. So, jetzt, was wäre denn das Problem? Also ohne, dass wir jetzt die Nullmatrix kennen, die überlegen sich gleich mal, mache ich auf der nächsten Folie, wie die denn aussehen könnte. Aber egal, ob ich die kenne oder nicht, wenn ich jetzt ein fehlerhaftes Codewort hätte, ja, also wir sagen jetzt mal, wir hätten also ein fehlerhaftes Codewort. Und das fehlerhafte Codewort, das wäre jetzt CW, Vektor, Strich. Und das wäre jetzt, indem ich einen Ein-Bit-Fehler hätte, wie würde ich einen Ein-Bit-Fehler darstellen bei einem fehlerhaften Codewort? Was würde ich machen? Ich hätte ja das nicht fehlerhafte Codewort. Ja, und dann würde ich einfach plus einem Einheitsvektor arbeiten, ja, plus EI. Ja, und das entsprechend wrappen. Ja, und dann hätte ich das, das wäre der ite Einheitsvektor. Also das heißt, es ist ein Einheitsvektor, der hat nur eine 1 an der iten Stelle. So. Und wenn ich dann jetzt rechne, da kann ich ja sagen, dass H mal CW wäre. Das wäre ja H mal in Klammern CW plus EI. Und das kann ich jetzt dann darstellen als H mal CW plus H mal EI. Ja? Und das hier ist ja wohl einfach die Null, ja, der Nullvektor. Ja, das haben wir ja gerade oben geschrieben, ja, ist also der Nullvektor. Das heißt also, bleibt nur noch H mal EI stehen. Was ist denn H, diese Nullmatrix, wenn das so eine Matrix wäre mit der richtigen Dimension, die wäre jetzt in dem Fall, also hätte 3 Zeilen und entsprechend 7 Spalten. Was kommt denn raus, wenn ich H mal EI nehme? Haben Sie noch eine Idee aus den Mathematikvorlesungen? Wenn ich so eine Matrix habe, die liegt, ja, also 3 Zeilen, 7 Spalten und nehme die jetzt mal mit diesem EI der Länge 7. Und der hat nur eine 1 drin. Zum Beispiel an der Stelle 3. Was kommt denn dann raus? Ja. Ja, super, genau. Kommt die dritte Spalte raus. Also das heißt also im Allgemeinen können wir sagen, da gibt es eine Notation dafür. Wir sagen, wir nehmen alle Zeilen und die ite Spalte, also Doppelpunkt bedeutet, ich nehme alle. Da gibt es so ein Programm, das heißt MATLAB, ja, da haben wir das abgeleitet, ja, und das ist aber durchaus eine übliche Notation, ja. Das wäre also die ite Spalte, ja, von diesem H, ja. Das heißt also, wir können damit sagen, der Fehler ergibt sich als die entsprechende ite Spalte aus dieser H-Matrix. Und das mache ich jetzt noch kurz zu Ende und dann sind wir damit auch durch. Und zwar können wir uns jetzt überlegen, wenn ich jetzt das Syndrom habe, das Syndrom schreibe ich jetzt hin als K3, K2, K1. Ja? Und jetzt ist die Frage, wie sieht denn eigentlich diese Nullmatrix aus, die ich jetzt mal nehmen würde mit, einem entsprechenden Codewort? Wie sieht die Matrix aus? Also wenn ich jetzt mal die Matrix hinschreibe, das wäre jetzt mal die Matrix und ich schreibe jetzt mal hier unser Codewort hin und unser Codewort darf jetzt mal einen Fehler haben. Wir hätten also jetzt 1, 1, 0, 0, jetzt sehen wir hier mal einen Fehler, 0 und dann 1, 0. Und also 7 Werte. Wie sieht unsere Nullmatrix aus? Können wir das direkt sehen? Und wenn Sie gerade aufgepasst haben, sehen Sie das sofort. Und das ist hoffentlich der Lerneffekt heute. Sie müssen einfach nur wieder die Dualzahlen hinschreiben, haben wir ja gerade gesagt. Für K1 fangen Sie an mit den Dualzahlen, lassen aber die 0, 0, 0 weg. Dann müssen Sie doch einfach nur sagen 0, dann fängt es an mit der 1. 1,
0, 1, 0, 1. So, jetzt muss ich überlegen, wie viel brauche ich denn? Ich brauche 7 Stück, also 1, 0, 1, 0, 1, dann sind wir 5, 6, 7. Ja? Damit hätten wir die erste, von unten gerechnet, die erste Zeile. Bei der zweiten machen wir es genauso. Wir hätten dann 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Bei der darüber haben wir 0, 0, 0, 0. Also 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Die können Sie also auswendig hinschreiben. Da müssen Sie also gar nichts irgendwie nachschauen während der Prüfung oder irgendwas, ja, sondern Sie wissen das auswendig. Und wenn Sie das jetzt ausrechnen, da kommt heraus 0, 1, 1. Naja, was haben wir damit bekommen? Wir haben einen Fehler in der dritten Position. Und genau das ist es ja auch. Ja. Wir haben also einen Fehler in der dritten Position. Ja. Und jetzt können wir das nochmal schön hinschreiben. Wir können jetzt ja sagen, das wäre ja eigentlich H, also diese Nullmatrix. Ja, ich schreibe das nochmal hin. Also das wäre jetzt diese Nullmatrix. Nullmatrix. A. Ja, und das H könnte ich jetzt auch nochmal so hinschreiben, indem ich den Originalvektor nehme und dann den entsprechenden Fehlervektor. Das heißt also, ich habe den normalen Vektor, also das normale, also 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, das war der Vektor, den ich vorher hatte, plus, dann hatte ich ja diesen Fehler 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Wir hatten ja einen Fehler in der dritten Position. Ja, und das kann ich jetzt so hinschreiben. Da kann ich sagen, das ist also H mal dem Codewort, was wir vorher hatten, das ist 0, plus einem H mal dem E3. Und jetzt kommt das zum Tragen, was Ihr Kommilitone gerade gesagt hat. Ja, das wäre dann einfach nur 0, 1, 1. Warum? Weil ich praktisch nur noch diese Spalte hier rausnehme. Ja, und genau das ist das, was hier rauskommt. Ja? Und damit, glaube ich, schließt sich das. Und das kann man mathematisch sehr schön sauber machen. Das wollen wir hier nicht alles komplett in der Vorlesung betreiben. Aber dass Sie überhaupt mal einen Eindruck haben, wohin wir da gehen könnten. Ja? Gibt es Fragen soweit? Also das war jetzt Hamming Code. Also wir wollen jetzt diese ganze Codierung, Zeichendarstellung und so weiter abschließen. Gibt es Fragen? Nicht der Fall. Gut, dann würde ich das jetzt hier mal verlassen. Und wir können jetzt zusammenfassen, dass wir mit dem Hamming-Code ein Bitfehler korrigieren können. Problem wäre nur, was ist, wenn wir zwei Bitfehler haben? Ja? Und jetzt wollen wir mal sagen, und das ist ganz wichtig, also wenn Sie gleich Fragen stellen, denken Sie immer dran, ab jetzt betrachten wir nur ein Bit oder zwei Bitfehler, nicht mehr, keine drei Bitfehler oder irgendwas. Das wäre nicht das, was wir tun wollen. Ja? Das würde noch mehr Aufwand bedeuten. Nur ein Bit oder zwei Bit. Zwei Bitfehler können vom Hamming-Code erkannt werden, aber nicht von ein Bitfehlern unterschieden werden. Ja, Sie sehen hier so ein Beispiel, ja, bei diesem Syndrom. Ja, das könnte jetzt ein Ein-Bit- oder ein Zwei-Bit-Fehler sein. Was können wir jetzt machen? Wir könnten jetzt zu dem Hamming-Code ein weiteres Paritätsbit hinzufügen. Und das tue ich jetzt, aber ich mache das nicht so konsistent. Also ich lasse diese Nummerierung, die wir hatten bisher bei dem Hamming-Code, die lasse ich gleich. Ja? Und ich füge jetzt einfach rechts, also neben dem MSB, ein Paritätsbit an. Ja, und wenn ich jetzt einen Ein-Bit-Fehler habe, ist der offenbar erkennbar durch das Paritätsbit. Und da passen Sie jetzt mal auf und stellen mir gleich mal ein paar intelligente Fragen dazu. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Ein Ein-Bit-Fehler kann ich erkennen und korrigieren durch den Hamming-Code. Ein Zwei-Bit-Fehler, da würde das Paritätsbit sagen, da ist nichts passiert. Den erkenne ich aber durch den Hamming-Code, dann ist er aber nicht korrigierbar. Ich kann nur sagen, es ist ein Zwei-Bit-Fehler aufgetaucht, aber ich weiß nicht, wo. Ja? Bei mehr als 2-Bit müssten wir was anderes tun. Also damit belasten wir Sie auch gar nicht in der Vorlesung. Wir wollen ja nicht alles hier vermitteln, sondern wenigstens diese einfachen Dinge. Machen wir ein Beispiel. Wenn ich jetzt den Fall hätte, dass ich dieses Codewort hätte und ich hänge jetzt ein Paritätsbit an. Das Paritätsbit, ja. Das überlegen Sie sich jetzt mal, ja? Da kommen wir in 3 Minuten wieder darauf zurück. Also Ihr Kommilitone hat gerade gefragt, erkennen wir auch die Fehler im Paritätsbit?
Denken Sie mal drüber nach, wie wir das machen können. Und ich sage Ihnen gleich, wenn wir das nicht könnten, wäre das Ganze ja so ein bisschen ad absurdum geführt, ja. Ach, dann müssten wir es ja nicht machen. Aber denken Sie mal drüber nach, ja, machen wir in 3 Minuten. Also wir hängen ein Paritätsbit an. Das Paritätsbit ergänzt praktisch das Datenwort auf gerade Parität. Das heißt also, in dem Fall, wo wir jetzt hier 4 Einsen haben, muss das Paritätsbit 0 sein. Und jetzt nochmal, was ich Ihnen von Anfang an gesagt habe, bitte denken Sie dran, wir haben einen Sender, der sendet jetzt dieses Datenwort, der hat das jetzt hier berechnet, der hat diese Ks berechnet und der hat das Paritätsbit berechnet. Und jetzt sendet er das ganze Ding los. Jetzt wird es während der Übertragung verfälscht in jedem Bit, wie Sie gerade gesagt haben, kann es ja auch ein Paritätsbit sein, wird in jedem Bit verfälscht, möglicherweise. Und der Empfänger, der muss jetzt gucken, was ist eigentlich passiert. Ist es ein 1-Bit oder ein 2-Bit-Fehler? Mehr können wir nicht sagen, ja. Aber wenigstens inzwischen können wir 2-Bit-Fehler sagen, ja. Okay, jetzt machen wir ein Beispiel. Wir hätten den Fall, ein 1-Bit-Fehler. Bei einem 1-Bit-Fehler wäre das Bit M3, ja, das wäre jetzt hier verfälscht. Die Parität haben wir ja vorhin zu 0, also haben wir als 0 gesagt, jetzt rechnen wir mal hier durch, kommt aber Parität, also wir haben ja 3 Einser, kommt also eigentlich raus, Paritätsbit hätte 1 sein müssen. Stimmt also nicht? Das heißt also, wir haben hier einen 1-Bit-Fehler und wir können den auch ausrechnen. Ja, wir haben also hier 0, 1, 1, 0, also einen Fehler an der 6. Position. Und wie gesagt, hier, ich rechne von hier ab. Ja? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, das wäre der Fehler, den können wir detektieren. Ja, ist das klar? Also ich habe jetzt bewusst, um es für Sie leichter zu machen, diese Bitstelle weggelassen. Ich hätte es natürlich auch so adaptieren können, dass ich sage, beim Ergänzen des Paritätsbits sage ich einfach, das ist die 7. Position. Aber ich glaube, dann wird es verwirrend, wenn wir gerade noch über den Hamming-Code gesprochen haben. Ja? Ich hoffe, das ist klar. Ist also jetzt einfach ab hier gerechnet, also ab dem blauen Bit. So, und wenn wir jetzt sagen, wir haben 2-Bit-Fehler, mehr können wir ja nicht. Ein 2-Bit-Fehler würde natürlich wieder zu einem Paritätsbit hier 0 führen. Also das heißt, wir hätten jetzt hier gerade Parität, würden also sagen, entweder es ist gar nichts passiert oder es sind 2-Bit-Fehler passiert. Und das können wir dann daran erkennen, dass wir sagen, klar, das Syndrom ist nicht 0, also muss es ein Fehler sein, aber es waren 2-Bit-Fehler und wir können nicht mehr sagen, wo der Fehler aufgetaucht ist. Ist das klar? Ja. Wenn das Syndrom 0 wäre, dann könnten wir sagen, da kommen wir gleich noch dazu. Ja? Sagen Sie mal, was für Fälle können wir denn noch unterscheiden? Jetzt mal gerade auf die Frage von dem Kommilitonen hin. Wenn wir jetzt überlegen, wir haben ein Datenwort. Das Datenwort enthält ja nur M1, M2, M3 und M4. Hier haben wir sogar M1, M2, M3, M4 und M5, also 5-Bit. Ja? Also ganz bescheiden. Ja? Und wir müssen jetzt ergänzen, diese entsprechenden Überprüfungsbits, ja, diese Paritätsbits, also K1, K2, K3, K4 plus das globale Paritätsbit. Und die können ja alle auch noch falsch sein. Was kann ich also jetzt sagen? Wie kann ich jetzt was feststellen? Ist das Beispiel soweit klar? Das würde ich vielleicht mal in die Zusammenfassung gehen. Ja? Wir haben ein Gesamtparitätsbit oder eine Gesamtparität. Ich gucke mein Codewort an und sage, was für eine Parität hat das denn? Wir wollen ja immer auf gerade Parität das Ganze abstimmen. Ist sie ungerade, scheint irgendwas nicht gepasst zu haben. Ja, das heißt also, wir werden wohl einen 1-Bit-Fehler haben, bei 1- und 2-Bit-Fehlern. Ja? Das heißt, wir schauen uns mal die Prüfbits an. Haben wir sozusagen die Prüfbits, diese Ks gleich 0, muss der Fehler tatsächlich, wie Sie gerade gesagt haben, im Paritätsbit liegen. Weil sonst wäre es ja nicht möglich. Das heißt also, die Daten sind okay, der Fehler liegt im Paritätsbit. Das letzte Bit ist falsch. Ist K ungleich 0, können wir sagen, wir können den Fehler lokalisieren. Aber nur bei 1-Bit-Fehlern. Ja? Das heißt also, wir korrigieren auch den Fehler. Wenn wir jetzt eine gerade Parität haben, ja, dann können wir sozusagen sagen, wir haben entweder 0 Fehler, ja, dann muss K gleich 0 sein. Dann ist alles in Ordnung. Dann haben wir also die Daten okay, müssen wir nichts tun. Ist K ungleich 0, haben wir einen 2-Bit-Fehler, den können wir nicht korrigieren. Ja, und dieser ist nicht korrigierbar. Ist das klar? Dass wir jetzt also, aber wie gesagt, keine 3-Bit-Fehler oder irgendwas, sondern nur 2-Bit-Fehler, die können wir jetzt hier behandeln. Soweit? Okay.
Gut, dann würde ich sagen, sind wir hier auch durch mit den Hamming Codes. Und dann würde ich kurz Zusammenfassung machen. Ja, wir können im Prinzip an Standard-Codewörter, ja, können wir ein weiteres Quersum-Bit anhängen, sodass wir auch 2-Bit-Fehler erkennen. Mehr machen wir in der Vorlesung nicht. 32-Bit-Wortlänge brauchen wir 7 Prüfbits, diese Ks, ja, zur Einzelfehlerkorrektur, und wir können auch Doppelfehler erkennen. Ja, 64-Bit erfordern 8 Korrekturbits, und ich habe Ihnen ja gerade gezeigt, wie man über diese Generatormatrizen oder über diese Nullmatrizen das entsprechend auch in Matrixdarstellung darstellen kann. Und das kann man natürlich mathematisch noch sehr schön ausbauen. Und da kann man noch viel, viel mehr zu machen, was wir in der Vorlesung hier nicht machen. So, und der nächste Schritt wären jetzt Schaltnetze. Ich würde sagen, jetzt vielleicht erstmal Fragen zu den Codierungen. Gibt es Fragen soweit? Okay, dann würde ich sagen, ich bin ein paar Minuten zu früh, 4 Minuten zu früh, aber wir machen jetzt vielleicht trotzdem mal die Pause, ja, und fangen um 20 vor wieder an, ungefähr, oder 19 vor, und dann zeige ich Ihnen mal Schaltnetze. Okay, also jetzt das neue Kapitel, ja, Schaltnetze. Schaltnetze bedeutet, wir haben etwas, was rein statisch ist. Wir haben also kein Gedächtnis in dem System, wir werden also noch sehen, wir werden Schaltwerke kennenlernen. Bei den Schaltwerken haben wir ein Gedächtnis. Hier haben wir sozusagen eine rein statische Abbildung von den Eingängen zu den Ausgängen. Ist aber kompliziert genug erstmal, ja? Und wir wollen die formalen Grundlagen anschauen, so eine Realisierung mal. Ja, wie entwirft man so etwas? Und ganz wichtig, welche Laufzeiteffekte gibt es denn? Das heißt, wir werden sehen, dass natürlich die Signale in unterschiedlichen Geschwindigkeiten durch so ein Schaltnetz hindurchlaufen. Jetzt vielleicht mal die ersten Dinge. Also hier geht es um rein kombinatorische logische Schaltungen, kein Speicherverhalten. Ja, und wir wollen logische Funktionen realisieren. Ja? Also boolesche Funktionen werden wir gleich sehen, realisieren. Ja, und ein Beispiel wäre so eine Lichtauswarnung im Kraftfahrzeug, Motor aus und Tür auf und Licht an, dann wird ein Alarm losgeschlagen, ja. Und das wäre so eine rein statische Meldung, die wir da betrachten können. Schauen wir uns mal an, wie ist denn so ein Signalverarbeitungssystem, wenn es digital ist, aufgebaut? Wir haben also einen technischen Prozess, das könnte übrigens auch ein natürlicher Prozess sein, wir haben uns jetzt hier nur aus Bescheidenheit auf einen technischen Prozess kapriziert. Ja. Das könnte auch ein natürlicher Prozess sein, wenn Sie also einen Menschen beobachten. Und wir haben hier unten ein digitales Signalverarbeitungssystem. Das erste ist, wir wollen also eine Informationserfassung durchführen mittels Sensoren. Ja. Das heißt also, wir haben jetzt hier einen Sensor. Der Sensor liefert vielleicht ein so kleines Signal, ein so kleines Ausgangssignal, dass wir das verstärken müssen. Wir haben also einen Eingangsverstärker und der liefert praktisch jetzt das verstärkte Signal hierhin. Und die Frage ist jetzt, wir wollen jetzt digitalisieren. Der Begriff digital ist immer noch nicht bei jedem so richtig angekommen. Und ich meine, wenn Sie jetzt Informatik studieren, wäre das sozusagen mal, ja, vielleicht sogar die letzte Möglichkeit zu verstehen, was digital heißt. Ja? Also nach der Stunde fragen Sie sich mal, was heißt digital? Ja, und was wollen wir machen? Also wir wollen digitalisieren, das heißt, wir haben so ein Abtasthalteglied. Das heißt, wir nehmen den Wert, halten den eine gewisse Zeit, dann wird er mit einem AD-Wandler, also Analog-Digital-Wandler, überführt in ein digitales Signal. Schauen wir uns gleich an, was das bedeutet. Und ein digitaler Signalprozessor führt dann Algorithmen der digitalen Signalverarbeitung durch. Und danach wird ein DA-Wandler bemüht. Und der DA-Wandler nimmt die digitalen Daten und führt die wieder in den analogen Bereich zurück. Aber jetzt haben wir ein Problem. Sie wissen ja vielleicht, ja, und wenn Sie es jetzt noch nicht wissen, werden Sie es noch lernen, ja, dass wir jetzt, wenn wir diese Umwandlung durchführen, dass wir dann entsprechend solche Spiegelfrequenzen haben. Ja? Und die müssen wir jetzt hier entsprechend dann rausfiltern. Das werden wir gleich diskutieren. Ja, und der Ausgangsverstärker, der muss im Prinzip auch gleich so ein Filter sein. Er liefert das an einen Aktor oder Aktuator, je nachdem, wie Sie das betonen möchten, ja, an den technischen Prozess wieder. Und dann haben wir hier die entsprechende Schleife. Ja? Und ja, was brauchen wir da jetzt? Also wir haben diesen Eingangsverstärker, der verstärkt das Sensorsignal, weil es so klein ist. Ja, das Abtasthalteglied brauchen wir, damit wir überhaupt in der Lage sind, eine AD-Wandlung durchzuführen. Weil der AD-Wandler vielleicht einfach nur mal ganz kurz ein Signal nimmt und der soll das Richtige nehmen. Da wollen wir das Ganze also halten. Jetzt brauchen wir ein sogenanntes Anti-Aliasing-Filter, ja, was hohe Störfrequenzen im Sensorsignal sozusagen herausnimmt, weil wir ja das
Eingangsspektrum replizieren. Ja? Ich weiß nicht, ob Sie sich das mal überlegt haben. Das wäre die falsche Vorlesung dafür. Ja? Und wir nehmen jetzt praktisch aus dieser Replikation von Signalen, wollen wir sozusagen das Originalsignal behalten. Wir brauchen also ein entsprechendes Anti-Aliasing-Filter. Und beim Ausgangsverstärker haben wir natürlich auch eine Glättung, ja, weil die Signale, die vom DA-Wandler kommen, ja, die müssen sozusagen rekonstruiert werden. Da brauchen wir genauso einen Filter. Schauen Sie sich das nochmal bitte an. Ja, dass wir also da einen Rekonstruktionsfilter brauchen. So, jetzt kontinuierliche und diskrete Signale. Also, ein Signal ist ein physikalischer Träger von Informationen. Das heißt also, wir haben ein Signal, das hängt von einer unabhängigen Variable ab, t. Übrigens, da werden wir nochmal drüber diskutieren, ja, auch im Laufe der Vorlesung. Wir haben hier nur eine unabhängige Variable, nämlich das t. Ja, das ist wichtig. Ja, also nur die Zeit. Und das Signal, das muss darüber nicht skalar sein. Das Signal könnte darüber jetzt auch mehrdimensional sein. Wir wollen aber jetzt erstmal ein skalares Signal anschauen. Und das wäre u von t. Also das hier ist einfach eine skalare Größe, die hängt von t ab. Ja, und das Signal ist zu jedem Zeitpunkt definiert. Und wir wollen jetzt keine pathologischen Dinge betrachten. Das könnte natürlich jetzt auch springen, ja, irgendwelche Unstetigkeiten haben und so weiter. Wollen wir jetzt alles gar nicht diskutieren, ja? Gehen wir erstmal davon aus, es könnte jeden beliebigen Wert annehmen, ja? Und ja, wir haben ein Signal mit kontinuierlichen, also Zeit- und Wertekontinuierlichen Werten, ja? Und die Frage wäre jetzt, wenn ich das Ganze jetzt diskretisiere, und jetzt kommen wir, und wie gesagt, vereinfacht, ja? Sie können mich natürlich jetzt unterbrechen und sagen, naja, wir könnten ja noch das und das betrachten bei dem kontinuierlichen Signal, klar, stimmt, aber machen wir es jetzt mal erstmal ganz einfach. Das analoge Signal ist jetzt Zeit und Werte kontinuierlich. Und was könnte man jetzt ändern, wenn wir damit arbeiten wollen? Das ist der wesentliche Punkt. Was könnten wir ändern? Bisher ist es Zeit und Werte kontinuierlich. Was könnten wir ändern? Genau, also die Höhe, ja, ja, und? Genau. Genau das möchten wir auch, ja, wir wollen im Prinzip, also was die Kommilitone gerade gesagt hat, wir möchten im Prinzip jetzt in der Zeit diskret werden, also nur noch ein paar feste Werte haben, ja. Gut, das können natürlich unendlich viele sein, aber wir haben eine Diskretisierung eingeführt und in der Höhe, in der Spannung wollen wir auch irgendeine Diskretisierung einführen und jetzt gehen wir mal davon aus, wir würden das jetzt auch, jetzt kommt die nächste Einschränkung, wir würden das jetzt mal äquidistant machen. Das muss man nicht so machen und wird man wahrscheinlich auch nicht so machen, typischerweise, aber vielleicht, also in den üblichen Fällen macht man das schon so, dass ich jetzt also hier einführe, dass ich jetzt hier diskrete Zeiten habe, die äquidistant, äquidistanten Abstand haben. Ja? Und das heißt, was mache ich jetzt? Ich habe hier jetzt so eine Abtastperiode. Ja, und kann jetzt hier die entsprechenden Werte abnehmen. Und mein Signal könnte ich mir jetzt so vorstellen, dass ich sage, das wäre jetzt eigentlich hiernach immer konstant. Ja? Das heißt, ich hätte aus dem Grauen das rote Signal gemacht. Das wäre jetzt aber nur im Prinzip zeitdiskret. Ja? Jetzt hat die Kommilitone aber gerade gesagt, ja, wir können ja auch noch mehr machen. Ja? Statt diesem nur zeitdiskreten könnte ich ja jetzt auch, also das wäre jetzt zeitdiskret, aber auch noch Werte kontinuierlich, das wäre noch nicht digital. Wenn ich es jetzt digital haben möchte, dann muss ich es jetzt auch noch Werte diskretisieren. Das heißt also, ich würde jetzt auch noch in der Höhe diskretisieren, ja, also in der Amplitude. Und dann habe ich noch eine endliche Anzahl an unterschiedlichen Werten, ja, die ich jetzt hier unterscheiden kann. Und die kann ich sogar in solchen Dualzahlen darstellen. Und hier habe ich jetzt eins gemacht, ich habe es auch da wieder äquidistant gemacht. Ja, müsste man nicht. Typischerweise würde man bei kleinen Amplituden ja eine höhere Auflösung haben als bei großen Amplituden, so wie wir es ja bei den Floating-Point-Zahlen kennengelernt haben. Und da haben wir auch gesagt, in der Mitte haben wir, sage ich mal, eine hohe Auflösung und nach außen hin haben wir eine geringe Auflösung, aber wir können damit einen großen Bereich abspannen und genauso wäre es hier auch. Das heißt, es müsste nicht äquidistant sein. Ich hoffe, das ist klar, ja. So, die Auflösung ist das und dann nehmen wir hier die entsprechenden Punkte und wir könnten uns jetzt vorstellen, dass das Signal dazwischen einfach konstant ist. Wenn ich es jetzt rekonstruiere, das machen wir in der Vorlesung jetzt nicht, dann würde man es natürlich etwas geschickter machen. Wir würden nicht davon ausgehen, dass das Signal dazwischen konstant ist.
Ganz klar. Wichtig sind jetzt Signale, die nur zwei unterschiedliche Werte haben. Ja, also binäre Signale. Das haben Sie vielleicht schon mal kennengelernt, ja, oder sollten Sie schon mal kennengelernt haben. Ich meine, jeder von Ihnen oder jede von Ihnen hat ein Handy, einen Computer zu Hause, ein Tablet, ich weiß nicht was. Ja. Das heißt, Sie rechnen ständig mit Systemen oder arbeiten ständig mit Systemen, die mit binären Signalen rechnen. Das Dumme ist halt nur, die binären Signale sind nicht wirklich binär, sondern sie haben typischerweise so ein High-Intervall und ein Low-Intervall. Das heißt also, wenn so ein Rechner mit 0 oder 1 rechnet, dann ist die 0 nicht wirklich 0 Volt und die 1 nicht wirklich 5 Volt oder irgendwas, sondern Sie können hier in diesem Intervall beliebig hin und her laufen. Das wäre die 0. Sie können hier oben noch beliebig hin und her laufen. Das wäre die 1. Ja, und nur hier zwischen ist sozusagen so ein Trennbereich. Und da gibt es halt verschiedene Techniken, also Transistor-Transistor-Logik beispielsweise, 0 bis 0,8 Volt hier, 2 bis 5 Volt hier und die V24-Schnittstelle, sowas wie RS-232, kennen Sie wahrscheinlich, ja, arbeitet halt in dem Bereich. Das heißt also, wir können im Prinzip die 0 und die 1 können wir entsprechend trennen, ja? Obwohl es reale analoge Signale sind. Und das ist das Wichtige dabei. Ja? Das heißt also, wir versuchen mit analogen Signalen digitale Signale darzustellen, so wie es auch im Funkbereich beispielsweise ist. Ist das klar soweit? Ja, okay. Dann vielleicht mal zur Boolschen Algebra. Wir werden die Boolsche Algebra verwenden. Sie wurde von George Boole entwickelt. Ich möchte jetzt nicht den Lebenslauf von ihm verlesen. Ja. Schauen Sie sich das mal selber durch. Sie kriegen die Folien ja gleich. Ja. Hat also einen ganz schönen Lebenslauf. Ja. Und er hat das Ganze aber noch nicht super systematisch gemacht. Also es kam dann später jemand, der Huntington, der das Ganze axiomatisch gemacht hat. Die Axiome, die Huntington aufgestellt hat, wären aber etwas zu kompliziert jetzt hier für die Vorlesung. Das heißt also, wenn jemand von Ihnen die Muße hat, mal da reinzuschauen, bitte tun Sie es. Ich werde Ihnen eine etwas vereinfachte Form heute darstellen. Ja? Aber ich glaube, die ist auch wichtig und gut. Ja? Das heißt, wir schauen uns mal die Boolsche Algebra an. Wir betrachten eine Boolsche Algebra. Wir haben also eine Menge, die besteht aus verschiedenen Elementen, A, B, C. Und wir haben zwei zweistellige Operatoren oder Operationen. Das lese ich hier als Plus und das als Mal. Ja, das wird sehr abstrakt. Das hat mit Plus und Mal nichts zu tun. Werden wir gleich sehen. Das könnte auch sowas wie eine Schnittmenge sein und eine Vereinigungsmenge und so weiter. Aber ich möchte das einfach so lesen als Plus und Mal. Und wir wollen die Elemente so anwenden, oder wir wollen diese Operation auf die Elemente so anwenden, dass wir danach wieder Elemente in V bekommen. Das heißt, wir sind also abgeschlossen. Und wir haben also so ein Verknüpfungsgebilde, das nennt man Boolsche Algebra, also BA. Und das hat jetzt also diese Menge und diese beiden Operatoren, ja, dieses Plus und das Mal. Und wir haben jetzt eben diese vier Huntingtonschen Axiome. Wie gesagt, wenn sich jemand dafür näher interessiert, schaue sich bitte mal den Lebenslauf von dem Huntington an. Ja. Das ist nicht einfach. Man kommt am Ende mit anderen Axiomen aus, die noch etwas einfacher sind vielleicht. Ja. Aber ich glaube, für die Vorlesung ist das hier optimal, dass wir jetzt diese vier Huntingtonschen Axiome betrachten. Ja. Abgeschlossenheit. Ja, wir wollen also, dass für alle A, B aus diesem Grundbereich gilt, dass A mal B auch aus V ist, A plus B auch aus V ist. Kommutativität. Ja, wir wollen, dass A mal B gleich B mal A und A plus B gleich B plus A ist. Distributivität, die wird Sie dann verwundern. Und das muss ich sagen, finde ich auch nicht immer so einfach bei den Herleitungen. Ja. Wir haben sowas wie A mal in Klammern B plus C. Wir haben noch keine Präzedenz angegeben übrigens, ja, für die Programmierer unter Ihnen. Ja. Es gibt noch keine Präzedenz. Wir werden also erstmal Klammern setzen. Ja, über Präzedenz müssen wir uns gleich noch unterhalten. Ja. Also A mal in Klammern B plus C ist dann also A mal B in Klammern plus in Klammern A mal C. Das Gleiche gilt aber auch andersrum. Ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber es ist so. Neutrale Elemente. Wir haben also zwei Elemente E und N. Ja, und das E ist das 1-Element, das N ist das 0-Element und wir können sowas sagen wie A mal E ist A und A plus N ist A. Das wird es also immer geben. Inverse Elemente, ja, ist glaube ich auch nicht überraschend. Ja, wir haben also sowas wie so ein inverses Element A quer, ja, und damit bekommen wir N oder E. Ja. Und das ist noch total abstrakt und damit können wir jetzt mal gucken,
So, jetzt muss ich mal hier ein paar Dinge hinschreiben. Und zwar, wir können uns jetzt mal überlegen, das Eins-Element, ist es eindeutig? Oder wir können uns noch weitere Dinge überlegen. Wir können Eindeutigkeiten überlegen. Wir können auch überlegen, können wir aus diesen Axiomen andere Dinge herleiten? Oder ist das der minimale Axiomensatz? Habe ich Ihnen ja gerade schon gesagt, es gibt einen anderen Satz von Axiomen, der ist aber nicht kleiner, der ist nur anders. Ja, und jetzt können wir uns sozusagen überlegen, welche Art von Axiomen wollen wir haben und was können wir daraus ableiten? Und das machen wir jetzt mal. Also, Eindeutigkeit ist eins Elementes. Denken Sie mal mit, ja, wie können wir das beweisen? Also Eindeutigkeit des Eins-Elementes. Ja, wie können wir das beweisen? Sagen wir mal, wir hätten zwei. Also E1, E2, ja, das seien jetzt verschiedene. Ja, verschiedene Eins-Elemente. Ja, dann gilt, was können wir dann sagen, was gilt? Wenn ich jetzt E1, E2 als verschiedene Eins-Elemente betrachten würde, was gilt dann? Ja. Oh, jetzt verstehe ich Sie fast nicht, ich muss näher zu Ihnen kommen. Wir müssen, glaube ich, es noch etwas formaler ansetzen. Ja? Versuchen wir das nochmal, aber darauf kommen wir gleich. Genau, was Sie gerade gesagt haben, darauf kommen wir gleich. Wir können das aber doch jetzt ganz formal ansetzen. Wir können doch sagen, dass wir Folgendes ausnutzen. Wir können ja sagen A, ich glaube, da wollen Sie darauf hinaus. Ja? Wenn wir sagen A mal, also ich lese es ja als mal, ja? Das Abstrakte. A mal E1. Was kommt da raus? Kommt A raus. Ja, das ist ja H3. Ich mache es also etwas langwieriger, als Sie gerade gesagt haben. Ja. Am Ende kommt genau das raus, was Sie gesagt haben. Ja. Aber ich will es etwas genauer machen. Ja. Dann, also gilt das auch für den Spezialfall? Genau. Das heißt also, wenn wir sagen A ist gleich E2 und dann folgt ja, genau das, was Sie gerade gesagt haben, ist also E2. Ja, mal E1 ist gleich E2. Ich hoffe, man kann das lesen. Ja, und das wäre jetzt die Gleichung 1. Ja, und das mache ich jetzt nochmal. Und dann ist ja ziemlich offensichtlich, ja, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt noch A mal E2 ist gleich A, das mache ich wieder mit H3. Ja, und das Ganze sollte ja wohl hoffentlich auch gelten für A gleich E1. Ja, also unterbrechen Sie mich, wenn es unklar wird, ja. Und dann folgt natürlich daraus, dass E1 mal E2 gleich E1 ist. Das wäre die Nummer 2. Na gut, und jetzt aus den beiden Schlussfolgerungen 1 und 2 folgt. Jetzt muss ich natürlich noch H1 nehmen, ja, also Kommutativität war es, ja, ich hoffe richtig, ja, folgt mit H1, ja, E1 gleich E2. Das heißt also, wir können damit sagen, dass das 1-Element eindeutig ist. Das Ganze können wir jetzt auch nochmal zur Übung machen mit dem 0-Element. Ja, das heißt also, wenn wir jetzt sagen, Eindeutigkeit ist das nicht klar? Ist es einfach? Ist es für alle trivial? Ja, ist es für alle trivial? Also da müsste man fast alle nicken, ja? Aber es tun aber noch nicht alle. Da müssen Sie aber kräftig nicken, da kriegen Sie bis morgen ja Muskelkater, ja? Also ich mache nochmal schnell das Nullelement, ja? Also Eindeutigkeit des Nullelements. Ja, und also, wenn wir jetzt sagen, N1 und N2, das seien jetzt ja, unterschiedliche oder verschiedene
ja, verschiedene Nullelemente. Ja, dann gilt jetzt Folgendes. Wir können dann jetzt sagen, dass wir natürlich hätten A, jetzt mit dem Plus N1, das wäre A, das wäre wieder H3. Ja, und jetzt könnte ich sagen, dass für A gleich N2, ja, und dann folgt halt wieder, ich glaube, das sollte jetzt klar sein, dass wir also dann haben N2, ich hoffe, mein N ist lesbar, plus N1 gleich N2, das wäre die Gleichung 1, also genau die gleiche Machart, ja, das sollte also jetzt klar sein. Und dann haben wir noch A und N2 gleich A, das wäre das H3 für A gleich N1. Und es folgt dann, dass wir haben N1 plus N2 gleich N1, das wäre die Gleichung 2. Und dann natürlich wieder aus 1 und 2, wieder mit H1, da folgt N1 gleich N2. So, das wäre jetzt die einfache Beschreibung, ja, Eindeutigkeit von 1 und 0 Element. Und jetzt wäre natürlich noch die Frage, das inverse Element. Das wollen wir vielleicht noch machen und das ist jetzt etwas komplizierter. Und zwar sagen wir mal, also ich schreibe das mal drüber, also wir hätten Eindeutigkeit des inversen Elements. So, und das heißt, wir sagen jetzt mal, wir hätten zwei inverse Elemente. Und da können Sie jetzt mal überlegen, wie wir das machen. Also A1 quer und A2 quer seien jetzt inverse Elemente, wären jetzt also inverse Elemente zu A. Ja? Wenn ich das hätte, damit folgt also, ja, dass wir sagen können, dass also A mal A1 quer, das wäre N, das wäre ja H4, da ist noch klar, ja. Und dann könnte ich sagen, dass A plus A1 quer, das wäre E, das wäre auch noch nach H4. Und jetzt könnte ich das auf der anderen Seite genauso machen. Ich könnte sagen, also A mal A2 quer, das wäre N nach H4 und A plus A2 quer, das wäre E nach H4. Ja? Wie kann ich jetzt zeigen, dass es nur ein Element geben kann? Also es gibt nicht zwei inverse Elemente A1 und A2. Wie mache ich das? Ich suche einen relativ länglichen Beweis. Übrigens, die Beweise sind nicht immer die optimalen oder irgendwas. Ich will Ihnen nur verschiedene Formen der Beweise zeigen. Und wenn Sie dann in die Übungen gehen und in die Tutorien und so weiter, sich das mal anschauen, ja, oder mal selber rechnen, vielleicht bekommen Sie dann ja ein Gefühl dafür, was man tun muss. Also, fangen wir doch mal an. Ich habe jetzt gedacht, wir nehmen die Distributivgesetze, ja? Also mit den Distributivgesetzen das wäre H2, folgt jetzt doch Folgendes. Wir können jetzt doch sagen, dass A1 quer mal A plus A2 quer. Ja. Jetzt kann ich doch damit sagen,
das wäre A1 quer mal, dann in Klammern, Moment, jetzt habe ich, muss ich hier was wegradieren? Ja, was kommt da raus? A1 mal in Klammern A plus A2 quer. Habe ich doch A1 quer mal A. Ja, das setze ich jetzt mal besser in Klammern, weil wir haben ja, wie gesagt, über Präzedenz noch nicht geredet. Plus, und dann habe ich dann A1 quer mal A2 quer. Ja, das kann ich so ableiten, ja. Und das Ganze, was kommt da raus? Was kann ich sagen? Wenn ich doch weiß, sind inverse Elemente, kann ich doch hier sagen, was wäre denn das? Ja? Bei E, genau. Und dann kann ich hier noch was sagen. Genau. Das heißt also, damit kann ich jetzt schließen, dass wir haben hier A1 quer mal E ist gleich N plus in Klammern A1 quer mal A2 quer. So, was kann ich daraus jetzt schließen? Ganz simpel, ganz simpler Schluss. Mal E plus N, ja. A1 quer. Achso, hier hinten habe ich noch den Kreis vergessen, ja. Also A1 quer ist A1 mal A2 quer. So, das wäre die gleiche Nummer 1. Die haben wir damit schon mal bekommen, ja? Ist klar, oder? Das heißt also, wenn ich das jetzt hier vereinfache, ich habe hier nur ein N, ja, dann bekomme ich hier A1 quer mal A2, hier vorne habe ich mit dem E, ja, das waren ja die entsprechenden, ja, jetzt kann ich sagen, analog folgt jetzt das Folgende, dass ich sage, A2 quer mal A plus A1 quer, da kann ich wieder sagen, das hier wäre E und A2 quer mal A, jetzt einfach wieder distributiv, plus A2 quer mal A1 quer, ja, dann ist das hier wieder U, ja, und mache ich mal auf der nächsten Seite weiter, dass wir da Platz noch haben. Und daraus folgt jetzt, ja, dass wir haben A2 quer mal E ist gleich U plus in Klammern A2 quer mal A1 quer. Und das ist natürlich dann wieder, wie wir gerade gesagt haben, A2 quer gleich A2 quer mal A1 quer und das war jetzt dann die Gleichung 2. Na gut, und jetzt brauche ich nur noch Kommutativität und dann bin ich eigentlich fertig. Also aus 1 und 2 mit Kommutativität ja, folgt ja, dass A1 quer gleich A2 quer ist. Ja, das heißt also, es gibt nur ein einziges Element, was das Ganze erfüllt. Ja? Ist das klar soweit? Ja, und ich denke, sowas sollten Sie rechnen können. Ja? Also üben Sie das mal. Das ist das Minimum, was wir erwarten, dass Sie das rechnen können, solche Dinge. Genau. Jetzt Mengenalgebra. Ja? Wir können jetzt natürlich zuordnen ja, von der Boolschen Algebra zur Mengenalgebra. Und wir können jetzt sagen, dass die Elemente ja, der Mengenalgebra zu Symbolen der Boolschen Algebra
entsprechend passen, indem ich jetzt sage, Boolesche Algebra, das V war die Potenzmenge einer Grundmenge, das Plus war die Vereinigung, mal war der Durchschnitt, n war die leere Menge, e war die Grundmenge und das a quer war die Komplementmenge. Und damit kann ich entsprechende Venn-Diagramme definieren und kann das Ganze als eine Mengenalgebra sehen. Und dann kann ich jetzt ziemlich schnell sehen, wir haben so Verknüpfungsgebilde, klar, die Mengenalgebra ist die Potenzmenge und dann Schnitt und Vereinigung. Und dann kann ich wieder das Ganze sozusagen hier abbilden, Abgeschlossenheit, Kommutativität, Distributivität, neutrale Elemente, inverse Elemente. Ich glaube, das ist ziemlich klar. Ja? Und dann Mengenalgebra und Boolesche Algebra, ist klar, Mengenalgebra ist eine Interpretation der Boolschen Algebra, währenddessen die Boolesche Algebra eine Abstraktion der Mengenalgebra ist und wir sehen, dass das schön zusammenpasst. Ja, und kommen wir mal zur Schaltalgebra. Ich glaube, die können wir auch relativ schnell machen. Bei der Schaltalgebra ist es nun so, dass wir für das V nur die Elemente 0 und 1 haben. Und wir können jetzt das Plus mit der Vereinigung, das Mal mit dem Schnitt und so weiter wieder entsprechend assoziieren. Und das wäre also die Disjunktion, die Konjunktion. Und wir werden jetzt sehen, wir brauchen also Konjunktion, Disjunktion und Negation. Und damit können wir erstmal alles darstellen. Und die Frage wäre dann, brauchen wir tatsächlich diese drei Operationen? Dann kommen wir sozusagen zu den entsprechenden minimalen Operatorsystemen. Ja? Da werden wir uns noch mit befassen. Ja, dann können wir wieder die Huntingtonschen Axiome darstellen, ja, in der Schaltalgebra, Abgeschlossenheit, ja, wir können hier Kommutativität, Distributivität, ja, 0 und 1 Element und natürlich die inversen Elemente, das können wir entsprechend darstellen. Ja. Und wir können jetzt aus den vier Huntingtonschen Axiomen weitere Sätze ableiten. Assoziativgesetz ist klar, das ist interessant. Idempotenz ist interessant, ja. Das heißt also A und A ist A, A oder A ist A, werden wir auch noch alles brauchen. Absorption ist ganz wichtig, merken Sie sich das mal. Das ist etwas, was Sie sich am besten heute gleich nach der Vorlesung mal anschauen. Also Absorption ist ein ganz wichtiges Gesetz. Dann die de Morgan'schen Gesetze, da werde ich Ihnen gleich ein paar zeigen, ja. Gleich auf der nächsten Folie die de Morgan'schen Gesetze mal zeigen, warum das denn so gilt. Das sind die wesentlichen Dinge, die wir in der Schaltalgebra haben. Ja. Und zwar, die Frage ist ja, wie zeige ich jetzt eigentlich, dass das gilt? Wieso gilt eigentlich das de Morgan'sche Gesetz? Und die Frage ist jetzt, wie beweise ich das? Ich habe Ihnen ja ein paar verschiedene Beweise gezeigt. Dieser ist jetzt mal wieder ein bisschen anders. Wir zeigen jetzt, wenn wir praktisch sagen können, A und B nicht ist gleich A nicht oder B nicht, dann können wir ja sagen, dass das hier das Komplement von dem hier ist. Das heißt, die Komplementgesetze müssen erfüllt sein. Das heißt, wenn wir jetzt also sagen, wir hätten so etwas wie x ist a und b, dann muss ich jetzt hier einfach nur noch die Komplementgesetze zeigen, um zu zeigen, dass das wirklich gilt. Das heißt also, ich muss sowas zeigen wie a und b, ja, in Klammern, oder A nicht oder B nicht. Ja? Und das bezeichne ich jetzt hier mal als C, damit wir einfacher rechnen können. Jetzt multipliziere ich das mal aus mit den entsprechenden Distributivgesetzen. Ich sage also jetzt, das ist ja wohl A und B oder C. Und das kann ich dann schreiben als A oder C und B oder C. Und dann kann ich das Ganze wieder einsetzen, das C. Ich kann Ihnen sagen, das ist A oder A nicht oder B nicht. Und das Ganze und B oder A nicht oder B nicht. Na gut, jetzt können wir ein paar Dinge ablesen. Wir können ja sagen, wenn hier drin steht, wenn wir hier zum Beispiel haben, A oder A nicht, das ist 1. Ja, B oder B nicht und so weiter. Das heißt, also wir können sagen, wir fassen die hier zusammen. Ja, das hier wäre eine 1 und das hier wäre eine 1.
Ja, das können wir machen. Und dann haben wir sowas wie 1 oder B nicht, in Klammern, und 1 oder A nicht, in Klammern. Na gut, 1 oder B nicht und 1 oder A nicht. Was ist wohl immer, wenn ich 1 oder etwas anderes sage? Haben wir gerade kennengelernt. Was kommt da raus, ja? Kommt die 1 raus. Das heißt, ich kann hier drunter schreiben, das wäre die 1 und das wäre die 1. Und dann kann ich ja hier sagen, das ist also 1 und 1. Na gut, und 1 und 1 gibt 1. Ja? Okay, das heißt, dann gehen wir in den nächsten Schritt. Wir sagen jetzt, wir wollen jetzt nicht nur dieses Komplementgesetz erfüllen, was wir hier gerade gemacht haben, sondern wir wollen auch dieses hier. Wir wollen also hier einsetzen für das x das, ja, und für das x quer natürlich entsprechend dies hier. Ja, das heißt also, jetzt haben wir wieder a und b. Jetzt aber und a quer oder b quer. Ja, und das hier nennen wir wieder erstmal für, als Abkürzung c. Und das wäre jetzt ja dann wohl c und a quer oder b quer. So, ich hoffe, die Aufmerksamkeitsspanne ist noch, bleibt noch erhalten für ein paar Minuten. Ja? Und das wäre dann c und a quer oder c und b quer. Na gut, und jetzt kann ich wieder einsetzen, ja, für das c, das wäre dann ja a und b und a quer. Überlegen Sie gleich mal, was da rauskommt. Oder a und b quer. So, was können wir da jetzt vereinfachen? Sehen Sie das? Also wir können unmittelbar sagen, dass a und a quer, das hier gibt eine 0 und b und b quer, b und b quer, die beiden geben eine 0. Ja, und dann habe ich hier ja, b und 0 oder a und 0. Na gut, und das gibt jetzt hier halt wohl offenbar eine 0. Das gibt eine 0. Und dann habe ich 0 oder 0 gleich 0. Also das heißt, das funktioniert. Damit können wir also können wir das Ganze also zeigen. Wir können also sagen, dass die morgensche Gesetz, eins von den morgenschen Gesetzen, funktioniert. Ja? Fragen soweit? Ist klar, ja. Es war eine mögliche Beweisidee, dass man es über die Komplemente zeigt. Ja? Und das funktioniert ja auch ganz schön. Okay, jetzt Schaltalgebra. Wir haben jetzt eben, wie wir gerade schon besprochen haben, wir haben jetzt zweiwertige Signaldarstellungen. Wir haben also so einen Low-Bereich und so einen High-Bereich. Das heißt also, die Signale werden immer so ein bisschen schwanken, dann hochspringen, dann wieder runterspringen und so weiter. Die werden aber nicht genau Null und genau irgendwas, ja, UB sein, sondern sie werden sich irgendwie in dem Bereich aufhalten und wir werden daraus interpretieren, ja, es ist jetzt Low oder High. Wir haben jetzt hier die entsprechende Verknüpfung, ja, haben also hier Low und High. Und da hinten kommt auch Low und High raus. Ja, und jetzt kann man das ganz schnell machen, können wir ganz schnell durchgehen. Serielle Schaltung wäre ja eine Verundung. Das heißt, dieses x1 ser x2 wäre eine Verundung. x1 paar x2 wäre eine Veroderung. Ist Ihnen klar, ja? Das ist also sozusagen Abgeschlossenheit. Ja? Kommutativität ist auch klar, ich darf zwei Schalter drehen. Ja, wenn ich zwei Schalter habe, wir werden uns noch befassen mit gesteuerten Schaltern. Deswegen ist das wichtig. Ja, das heißt also, Schalter sind ein wichtiger Bereich jetzt hier in der Vorlesung, die von außen gesteuert werden. Die darf ich drehen, die darf ich drehen. Ja. Kommutativität. Distributivität, genauso. Ja, wir tauschen wieder seriell und parallel mit den beiden Disjunktion und Konjunktion aus. Ja, neutrale Elemente haben wir hier genauso. Ja, wir haben inverse Elemente. Ja,
Und da müssen wir gleichzeitig schalten. Und wir können jetzt sagen, dass wir zweiwertige binäre algebraische Strukturen haben, die binäre Boolesche Algebra, die Schaltalgebra, die Aussagenlogik und die binäre Mengenalgebra, ja, die das Ganze interpretiert. Ja, und das haben wir gesagt, die binäre Boolesche Algebra wäre die Abstraktion. So, und jetzt haben wir hier verschiedene Verknüpfungen, ja, wie das alles zusammenhängt, ja. Und ja, da schauen Sie sich mal in Ruhe an, wer sozusagen von wem abhängt. Und ich glaube, das ist ganz witzig. Ja, und jetzt können wir uns mal überlegen, wie sieht denn so ein Boolescher Ausdruck aus? Ja? So ein Boolescher Ausdruck ist jetzt eine Zeichenfolge, die besteht jetzt aus verschiedenen binären Variablen, den Operatoren, ja, also sozusagen Konjunktion und Disjunktion und Klammern. Und das heißt, ich kann jetzt ein Null haben, ich kann eine Eins haben, ich kann eine binäre Variable haben, eine Negation und einen Boolschen Ausdruck. Dann wäre das Ganze rekursiv. Ja, ich kann einen Boolschen Ausdruck haben, den verknüpfen mit einem anderen Boolschen Ausdruck und so weiter. Und so kann ich ja, einfach syntaktisch prüfen, ist das Ganze ein Boolscher Ausdruck. Ja, und wir nehmen typischerweise Wahrheitswerte an, 0 wäre falsch, 1 wäre wahr. Ja, und ein Boolscher Ausdruck hat typischerweise keinen Wahrheitswert, da er Variable enthält, binäre Variable, das ist wichtig. Ich muss die Variablen erst belegen mit entsprechenden Werten. Ja, erst durch Belegung bekomme ich einen Wahrheitswert. Ja, und jetzt sehen wir mal syntaktisch korrekte Ausdrücke, das wären die, A oder B, 0 und so weiter. Und das sind hier keine Boolschen Ausdrücke. Ja, A oder A oder sowas ist nicht syntaktisch korrekt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Belegung einer Menge von binären Variablen nennt man Interpretation. Und Interpretation liefert jetzt eine Aussage, die kann entweder wahr oder falsch sein, also 0 oder 1 sein. Und wichtig ist aber, verschiedene Interpretationen eines gleichen Boolschen Ausdrucks können zu demselben Wahrheitswert führen. Und dann gibt es eben so etwas wie eine Tautologie. Da ist es wirklich so, dass also alle möglichen Interpretationen zum gleichen Wahrheitswert wahr oder 1 führen. Und klar, das ist dann eben so. Ja. Und mit der Tautologie kann man ein paar Sachen auch überprüfen. So, und ich glaube, jetzt bin ich auch mehr oder weniger durch. Ja, das wäre jetzt hier eine Tautologie. Ja, und ja, zu den Boolschen Funktionen möchte ich eigentlich heute nicht mehr kommen. Ja, das machen wir beim nächsten Mal. Und gibt es Fragen bis hierhin? Okay, dann vielen Dank und bis zum Donnerstag. Ja? Danke, tschüss.